So, und hier ist Podcast von Sven Heidenreich nach einiger Zeit mal wieder. Ja, ich habe ja ein bisschen Pause gemacht, warum auch immer. Wir haben jetzt die Folge 447. Ja, das Gerät ist auf weit 1 und es ist wieder am T-Shirt dran. Ich grüße euch alle ganz herzlich. Ja, und ich habe jetzt das besagte Kabel bekommen, womit ich das Keyboard an den Kameraadapter anschließen kann von Chrono. Vielen Dank nochmal, Chrono. Vielen, vielen, vielen Dank. Ja, er hat das Kabel bei sich zu Hause und ja, das war schon sehr praktisch. Und ja, was kann man damit direkt machen? Also, wenn man das alles verbindet, kann man Folgendes machen. Also bis jetzt habe ich das rausgefunden. Man kann auf jeden Fall alles, was vom Keyboard kommt, mit dem iPhone aufnehmen. Das heißt also, ja, die Sprachmemo-App, die eignet sich gut dafür. Ja. Die nimmt das auch in Stereo. Die, und mit GarageBand kann man halt auch gute Sachen machen. Allerdings, ja, da ist das Problem, dass ich, weil ich ja keine Kopfhörer habe, die ich direkt an den Kameraadapter anschließen kann. Oder sagen wir es mal so, ich habe erstens keine Kopfhörer. Also Kopfhörer hätte ich schon, aber der Kameraadapter hat halt zu wenig Eingänge. Da muss ich halt nochmal gucken, ob es eine Möglichkeit gibt oder einen Adapter gibt, der noch einen zusätzlichen Lightning-Eingang fürs Mikrofon hat, also fürs Schurmotiv, und einen zusätzlichen Kopfhörereingang, Ausgang vielmehr, damit ich das alles auch an den Adapter kriege, weil nur so kann ich dann die Monitorfunktion verwenden und dann würde das auch alles reibungslos funktionieren. So habe ich Folgendes gemacht. Ich habe halt, als ich alles verkabelt habe, dann den Kopfhörer ans Keyboard angeschlossen. Dann hört man auch alles, allerdings natürlich vom Keyboard. Und ja, dann hat er auch das iPhone wieder eingeschliffen. Und dann hat er auch, wenn ich eine dritte oder vierte Spur gemacht habe, die Spuren auch wieder ein bisschen eingeschliffen. Also das heißt, man bräuchte dann schon einen direkten Kopfhörerausgang, damit man auch die Monitorfunktion verwenden kann und so richtig arbeiten kann. Na gut, also muss ich halt gucken, dass ich irgendwann noch einen Adapter kriege, der ein paar Eingänge mehr hat. Na gut, der wird dann auch, so teuer ist der ja auch nicht. Der wird dann, dieser hier hat 45 gekostet, dann wird der vielleicht 65 oder so kosten, gehe ich mal davon aus. Ja, also ich brauche halt den Kameraadapter mit den meisten Eingängen und Ausgängen. Ja, ich habe auch schon überlegt, ein Interface, aber das ist mir alles irgendwie zu teuer. Oder ein kleines USB so ein Mischpult fürs iPhone, ne, so ein kleines, wo halt die ganzen Eingänge dran sind. Aber ich weiß jetzt nicht, ob bei einem Mischpult auch ein Lightning-Port dran ist, also damit ich das Schurmotiv rankriegen kann. Insofern kenne ich mich da nicht ganz so aus. Und deswegen, ja, bräuchte ich vielleicht jemanden mal, der so ein bisschen Ahnung davon hat. Auf jeden Fall sind schon tolle Sachen möglich. Ja, also ich habe dann schon mit dem iPhone direkt was aufnehmen können. Das ist natürlich auch cool, wenn ich nicht immer auf den Olympus zurückgreifen muss, sondern wenn ich sagen kann, okay, ich nehme jetzt das iPhone dafür, Sprachmemo-App an und Keyboard alles verkabeln und dann ist gut. Ne? Also das ist schon eine sehr gute Lösung und ja, eine zusätzliche Lösung zum Olympus. Als MIDI-Tastatur konnte ich das noch nicht verwenden. Ich gehe mal davon aus, dass man da im Keyboard auch was einstellen muss. Da muss man wahrscheinlich irgendeine bestimmte Taste drücken, damit der auch die Sounds von GarageBand nachher nimmt. Ja, das weiß ich aber auch noch nicht. Wie gesagt, das sind alles noch Sachen, da brauche ich wirklich noch die richtigen Anweisungen. Ja, aber das Erste, glaube ich, was ich mir irgendwann mal holen werde, ist den Kameraadapter mit ein paar Eingängen mehr oder halt wirklich ein USB-Mischpult. Also ein Mischpult fürs iPhone, dass ich halt mit so viel Eingängen wie möglich, also mit verschiedenen Eingängen wie möglich, sodass ich wirklich alles sauber verkabeln kann und ja, dass das dann irgendwie funktioniert. Und ich dann wirklich mehrspurige Aufnahmen mit GarageBand machen kann. Denn mit GarageBand ist ja eine Menge möglich. Ja, also ich habe da auch wirklich, da ist ja auch der Equalizer, da sind ja auch für jede Spur hat man ja auch einen Equalizer und Effekte und rechts, links, Mitte kann man machen und so. Also an sich, GarageBand ist natürlich ein bisschen aufwendig zu bedienen, muss man auch sagen. Ja, also es ist keine Software, wo man mal einfach schnell eine Mehrspuraufnahme macht.
Das ist schon komplizierter, ja. Aber ja, wenn man das richtige Equipment hat, was ich mir jetzt so nach und nach natürlich holen werde, also jetzt muss ich erstmal gucken. Erstmal wollte ich ja auch das Konferenzkit von Olympus haben. Ja, und das ist natürlich auch noch wichtig, ne, weil ich mir sage, okay, Mehrspuraufnahmen sind ja nicht, ich habe ja meinen Olympus zur Not und kann ja diese Overdubbing-Sachen machen. Und ja, aber man kann schon ein bisschen Sachen ausprobieren und ja, wie gesagt, ich kann jetzt auch mit meinem iPhone aufs Keyboard zugreifen. Ich habe auch schon die App probiert, diese Music Soft oder wie die heißt. Da kann man halt wirklich nur auf das User Interface zurückgreifen. Also man kann jetzt nicht irgendwie mit dem ins Keyboard direkt, sondern halt wirklich nur das, was man selber ins Keyboard reinlädt. Ne? Also wenn man jetzt ein Expansion Dings da oder irgendwas, dann kann man da ins User Interface rein. Und ja, das ist, da ich da natürlich nichts drin habe, ja, hat es mir auch natürlich nicht viel gebracht. Ja, aber das Coole ist halt, ich kann auch mein Keyboard als, ja, als kleines Interface benutzen. Also ich könnte einen Podcast aufnehmen und könnte dann ins Mikrofon vom Keyboard sprechen. Ja. Und wenn ich eine Audioaufnahme mit GarageBand mache, also keine Mehrspuraufnahme, sondern eine ganz normale Audioaufnahme, dann kann ich die halt noch ein bisschen bearbeiten, ein paar Höhen, ein paar Bässe reingeben, dann klingt das auch ein bisschen fetziger. Also das ist auch möglich. Ja. Aber es ist so, wie mit allen Dingen im Leben, man braucht einfach das richtige Equipment. Ne? Also das ist die richtigen Eingänge. Und deswegen, ja, muss ich mich einfach mal erkundigen, ob es noch einen Kameraadapter gibt mit ein paar Eingänge mehr. Oder ob ich dann wirklich irgendwann mal, nicht heute, nicht morgen, ein Mischpult oder sowas hole. Ne? Eigentlich will ich ja kein Mischpult, weil die sind immer so teuer. Und ich brauche ja bloß ein Mischpult mit USB-Eingängen. Ja, vielleicht einen Mikroeingang oder so, einen normalen XLR-Klinkebuchse. Und auf jeden Fall USB-Eingänge müsste das Mischpult haben und natürlich auch einen Lightning-Eingang. Also, dass man halt das Shure rankriegt. Und das ist halt, ja, da ist natürlich die Frage, ob das überhaupt möglich ist. Ob es sowas überhaupt gibt. Also Mischpulte fürs iPhone gibt es, aber ob diese Mischpulte dann auch noch zusätzlich einen Lightning-Eingang haben, ist natürlich die Frage. Ne? Ja, aber auch das würde ja wieder Geld kosten und ja, da weiß ich jetzt halt nicht, ich will halt auch keinen Fehlkauf machen, ja? Weil wie gesagt, man kann ja heutzutage nicht mehr in große Geschäfte gehen und sagen, zeig mir mal die Adapter und ich guck mal, welche Eingänge da dran sind. Das ist alles ein bisschen, ja, ist alles ein bisschen kompliziert. Aber nichtsdestotrotz, es ist auf jeden Fall eine Menge möglich mit diesem Kabel. Also auf jeden Fall, ich kann jetzt also wie gesagt vieles mit dem iPhone auch aufnehmen, schon direkt, ne, dass ich das gleich als iPhone, ich könnte jetzt zum Beispiel auch mit dem iPhone eine Wave-Datei aufnehmen und dann ja die wiederum auf den Olympus packen und weiter bearbeiten mit dem Olympus, also Overdubbing machen, gut. Also so eine Sachen gehen. Wie gesagt, MIDI, das habe ich noch nicht rausbekommen, wie man da auf die... ich finde auch, dass die App GarageBand wirklich sehr, sehr umfangreich geworden ist. Naja, aber vielleicht gibt es ja irgendwann noch eine leichtere App, wo man auf Keyboards Sounds irgendwie zugreifen kann. Ne? Also eine App, die zum Beispiel extra dafür ist, wäre interessant. Ne? Also ich hoffe ja, cool wäre, wenn Yamaha sowas hätte, so eine MIDI, dass man irgendwie Sounds ansteuern kann, dass das alles ein bisschen leichter ist. Aber naja, gut.
Es ist halt heute nicht mehr so, dass man was kauft und oder was kriegt und dann hat man alle Funktionen auf einen Blick, sondern ja, es ist alles verschachtelt mit Menüs und man muss halt immer das richtige Zubehör haben und ja, es ist halt nicht mehr so wie früher. Früher war das noch ein bisschen anders. Da hat man sich was geholt und dann hat das auch geklappt. Und deshalb werde ich mir auch erstmal das Konferenzkit holen von Olympus, weil genau aus diesen Gründen. Ich möchte mir einfach mal wieder was holen, wo ich sage, ich schließe es an und ich weiß, was es tut. Ja, und das ist halt bei dieser ganzen neuen digitalen Technik einfach das Problem. Du weißt nicht mehr, für was ist das jetzt wirklich gedacht, was braucht man noch dazu, und das ist alles mit der neuen Technik wirklich schwierig. Und wenn man da nicht den richtigen Menschen an der Seite hat, der wirklich Ahnung von dem ganzen Zeugs hat, der halt sagt, pass auf, du brauchst den Adapter so und so, da sind die und die Eingänge dran, hier hast du den Link oder so, dann steht man natürlich wirklich alleine da, weil ja, die meisten Leute, die haben ja nun mal von sowas keine Ahnung und ich auch nicht letztendlich. Also ich bin ja nur Anwender und deswegen werde ich mir, das nächste, was ich mir hole, ist auf jeden Fall das Konferenzkit von Olympus. Weil das habe ich mir eigentlich schon gewünscht, seitdem ich mich für Olympus interessiere und vor allen Dingen ich weiß, was es tut. Ja, ich schließe das Ding an, habe diese beiden Mikros und fertig. Und ja, das funktioniert. Da brauche ich nicht noch einen Zusatz oder so ein Blödsinn. Genau, das ist also das, was momentan in ist, sozusagen. Ich werde euch auch nochmal in einem Sonderpodcast irgendwann mal vorstellen, was das Keyboard macht und wie sich es am iPhone verhält. Das mache ich aber erst, wenn ich auch ein paar Funktionen mehr rausgefunden habe und wenn ich noch ein paar Tipps bekommen habe. Und damit muss ich mich erst einfügen, auch was GarageBand angeht. Also das ist sehr kompliziert. Also das ist wirklich nichts für schwache Nerven. Ja, also es ist halt nicht wie bei einem Mehrspurrekorder von früher, ne, wo du einfach deine Geräte rangepackt hast und dann hast du halt eine Aufnahme gemacht und dann hast du nach der Aufnahme einfach ein bisschen an den Equalizern gedreht und rechts, links, Mitte, das war's. Sondern es ist eine ganz andere Sache. Man muss vieles einstellen, man muss gucken, ist alles richtig eingestellt und ja, deswegen ja, möchte ich lieber erst einen Podcast darüber machen, also wenn ich auch weiß, was ich da tue. Ne? Und ja, aber ansonsten, wie gesagt, es ist schön mit dem Kabel und ich kann zumindest schon mal Sachen von dem Keyboard direkt aufs iPhone spielen. Also halt, ne? Entweder über die Sprachmemo-App oder halt über GarageBand eine normale Audioaufnahme machen. Und diese Audioaufnahme kann ich dann auch noch ein bisschen bearbeiten mit Bässe und Höhen. Also das, was ich eigentlich mit Audacity oder mit Adobe Audition gemacht habe. Ja, dann klingt auch das Mikrofon fetziger. Also das geht schon mal auf jeden Fall. Ja, naja. Ist ja auch eine schöne Sache letztendlich. Ja, die Aufnahme habe ich mir auch angehört, die ich mit der Sprachmemo-App gemacht habe. Also man merkt natürlich schon, dass es eine USB-Aufnahme ist. Ja, sie ist in einer gewissen Weise natürlich etwas klarer, als wenn man jetzt irgendwie über die Analoganschlüsse, das merkt man einfach. Also ja, du hast kein Rauschen, ja. Das iPhone steuert selber alles gut aus und also gerade wenn man über die Sprachmemo-App macht, da gibt es ja keine Möglichkeit einzugreifen und ich hatte dann auch meine Mikrofoneinstellung, also das Keyboard so eingestellt, dass das Mikro einigermaßen sauber klingt, auch noch einigermaßen sauber, sage ich deswegen, weil es ist nicht perfekt,
Es ist kein Wunder, was man da erwarten kann, aber es ist, wenn man dann aber mit dieser USB-Aufnahme arbeitet, das merkt man einfach. Also da rauscht nichts mehr, da, ja, das ist schon eine ganz andere Art aufzunehmen. Es ist halt wirklich digital, es ist wirklich, ja, merkt man einfach. Ja, also dass da nur so ein Kabel zwischen ist und fertig. Und natürlich hat analog auch seinen Reiz. Ne? Also wie gesagt, wenn ich mit dem Olympus Overdubbing mache, da muss ich ja so arbeiten. Aber ja, es übersteuert einfach viel weniger. Und man kann, also ich habe es auch in GarageBand gemerkt, wo ich so 2-3 Spuren aufgenommen habe. Gut, der hat zwar immer die Spuren so ein bisschen eingeschliffen und ich hatte dann irgendwie die Musik irgendwie, dadurch, dass ich ja keinen Monitor benutzen konnte. Aber es gab keine Verzögerung. Und vor allen Dingen hat nicht übersteuert groß. Also das war wirklich schön, ja? Wo ich beim Olympus natürlich wieder extrem aufpassen muss. Ja? Und ja, deswegen, wie gesagt, muss ich mir noch überlegen, wann ich mir diesen Kameraadapter mit mehr Eingängen hole. Falls es den gibt, weiß ich ja nicht. Aber das hat alles Zeit. Das ist nichts, was so viel drängt, weil, wie gesagt, so wichtig ist mir das erstmal ist mir viel wichtiger, das Konferenzkit zu holen, weil ich da einfach, ja, weiß, was ich tue. Und ja, ich weiß, wie ich die beiden Mikros benutzen kann. Und ja, du steckst die Mikros an und alles läuft. Ne? Und das ist einfach eine schöne Arbeit. Und das ist halt wieder am Analogen oder vielmehr am, ja, wenn man was ohne Internet und ohne Smart-Sachen benutzt, wirklich, da merkt man wieder. So war es halt einfach früher. Man hat sich ein Gerät gekauft. Und man hat es irgendwo angestöpselt und es hat funktioniert. Ja, und da gab es nicht 500 Optionen noch. Ja, drückst du diesen Knopf, dann hast du die Funktion und dann kannst du auch nur das machen. Und ja, das ist halt das ist halt heutzutage immer sehr, sehr, sehr kompliziert. Aber gut, ich lerne dazu. Ich freue mich über das Kabel und kann doch schon eine Menge mitmachen. Vieles muss ich halt noch rausfinden, wie gesagt. Ne? Also, das ist alles eine Sache. Ja, zumindest was lustig war, ich habe dann halt, als das iPhone dran war am Keyboard sozusagen, oder vielmehr, oder das Keyboard an iPhone, wie man es halt nimmt, das Witzige war, dass ich dann alles vom iPhone übers Keyboard auch gehört habe. Das heißt also, ich konnte dann praktisch Musik anmachen. Und habe diese Musik dann über das Keyboard gehört. Und das ist natürlich auch eine ganz witzige Funktion. Wenn man jetzt überlegt, man ist jetzt unterwegs, hat ein Keyboard bei und ja, schließt einfach alles so an, dann kann man so die Musik auch über das Keyboard hören vom Smartphone. Gut, man könnte auch ein normales Audiokabel nehmen und das da anschließen. Ne? Der hat ja auch einen Audioeingang, ging ja natürlich auch. Also es gibt mehrere Varianten. Ne? Also, aber es war schon ganz lustig. Ich habe dann Colonia angemacht und habe Colonia dann über das Keyboard gehört. Und ja, man kann auch schon ordentlich damit was bescheiden mit dem PSRS X600. Das ist natürlich kein Hi-Fi-Sound, logisch, aber ich sag mal, wenn man jetzt irgendwie einen kleinen Raum hat und man macht eine Pause, also man hat einen Auftritt, macht eine Pause und schmeißt einfach so eine Playlist an, das geht. Ja, also das kann man machen. Das, ja. Ja, oder man nimmt sich halt so ein Audiokabel, ne, von kleine Klinke auf kleine Klinke und schließt sein Olympus an und hat dann da seine Musik drauf. Ne. Das geht natürlich auch. Also es sind viele Wege immer wieder und das ist ja auch das Interessante an der Technik. Das ist ja auch schön an Technik. Aber jetzt brauche ich erstmal wieder was, ja, wo ich einfach wirklich sage, okay, ich schließe es an und es funktioniert. Bumm, Ende. Und
Und mich reizt es einfach bei dem Konferenzkit mit diesem Stereobild. Also das Stereobild selbst zu beeinflussen, indem ich das Mikrofon irgendwo anders hinstelle, das ist schon etwas, was ich wirklich, also darauf freue ich mich schon. Und ja, mal schauen. Ja, ich habe gestern auch noch mal mit dem Sequenzer ein bisschen rumprobiert. Also drei Spuren habe ich hingekriegt. Bei der vierten Spur hat er irgendwie gestreikt. Da wollte er nicht mehr. Ich weiß nicht wieso. Ja, also da bin ich auch noch so ein bisschen am Rumexperimentieren. Aber ich werde den Sequenzer des Keyboards nicht für meine Songs verwenden. Höchstens mal, um ein bisschen rumzuflaxen, so von wegen, ach, nimmst du mal ein paar Spuren auf, aber das ist mir einfach zu unzuverlässig. Also da nehme ich mir lieber meinen Olympus, da weiß ich einfach, wenn ich den auf Overdubbing, also wenn ich den Olympus LS14, wenn ich da Overdubbing mache, dann funktioniert das und dann habe ich auch keinen, jetzt geht plötzlich die und die Spur nicht. Und das ist ganz gut. Ja, das sind halt alles so Sachen, die ich ausprobiere momentan. Und ja, man kommt aber immer wieder zum Entschluss. So, ja, man braucht ab und zu auch mal was, was wirklich funktioniert. Also wo man wirklich auch mal was einsteckt und dann hat man die Funktion, die man will. Das ist halt auch ganz wichtig. Ja. Aber es war schon witzig, mal eine WhatsApp zu machen. Ich habe dann mir selbst eine WhatsApp geschickt. Also ich habe dann praktisch eine WhatsApp geschickt, indem ich ins Keyboard-Mikrofon reingespielt habe und ich konnte dann auch gleich dazu spielen. Also das ist schon lustig. Es klingt natürlich grottenschlecht, weil da merkt man halt die Qualität der Sprachnachrichten von WhatsApp. Ne? Also wenn man so ins Mikrofon reinspricht vom Handy, dann kriegt man das ja gar nicht so mit. Aber wenn man dann natürlich sowas dann macht, dann merkt man natürlich, wie schlecht die Sprachqualität von WhatsApp eigentlich ist. Und da muss ich echt sagen, ja, das finde ich wirklich ein bisschen schade von WhatsApp. Ich meine, WhatsApp ist der erfolgreichste Messenger eigentlich und hat aber die schlechteste Tonqualität, was die Nachrichten angeht. Also Signal ist da deutend besser. Also bei Signal könnte man wahrscheinlich wirklich super Qualität aufnehmen, ja. Und ich weiß nicht, wie es bei Telegram ist, müsste ich auch mal ausprobieren. Auf jeden Fall, die anderen Messenger haben einfach eine viel bessere Sprachqualität der Nachrichten und also Nachrichtenqualität. Und das finde ich ein bisschen schade. Also das fällt mir sowieso auf, dass Facebook da so ein bisschen, also der Meta-Konzern, dass die da so auf sowas gar nicht so einen Wert legen irgendwie. Also denen ist es wichtig, dass man das irgendwie verteilen kann und in sämtliche ihrer Apps, aber die Tonqualität hat dann immer so ein bisschen drunter zu leiden, ne? Und das finde ich halt auch immer ein bisschen schade. Natürlich, umso kleiner die Nachricht ist, umso besser kann man sie versenden. Das ist ja auch klar, das ist logisch, aber ich finde, jeder hat ein Recht auf gute Qualität. Es muss ja keine HiFi-Qualität sein, aber ich sag mal, 320 MP3 finde ich oder 100, na sagen wir mal 192 MP3, also diesen Klang finde ich schon gut. Also da, man muss nicht immer diese extrem komprimierte Variante nehmen von irgendwelchen Nachrichten. Ne? Also das finde ich halt schade. Gut, dann kann man halt mit der Sprachnemo das aufnehmen und verschickt es dann. Das ist ja auch möglich. Bei WhatsApp nimmt man es halt vorher auf. Ja.
Also ich bin halt wirklich immer für ein bisschen Qualität. Also ich finde, auch wenn man es halt nur zum Sprechen letztendlich benutzt, aber es sollte schon so klingen, dass man sagt, okay, man könnte jetzt, wie gesagt, keine HiFi-Qualität, um Gottes Willen. Ich bin kein, ja, ich bin ja auch nicht der High-Definition-Audio-Fan oder so, um Gottes Willen. Ja, also ich bin keiner, der jetzt irgendwie sagt, ja, okay, alles, was über 96 Kilohertz ist, ist gut und, oder sowas. Ne? Um Gottes Willen, das möchte ich damit gar nicht sagen. Aber ich finde einfach so eine gewisse Grundqualität, ja, also wie ich jetzt sage, mit diesen 192, ne, also das ist nur ein Beispiel, die Sprachnachrichten sind ja nicht in MP3, aber ihr wisst schon, was ich meine. Also das ist so eine Grundqualität. Ist ja genauso, wie wenn ich einen Podcast mache. Klar, experimentiere ich mal mit Mono und 64 Kilobit. Und das kann man ja auch verwenden. Aber letztendlich sage ich, okay, also die Qualität, die eigentlich noch geht, sind halt die 192. So. Und alles, was da drunter ist, ist halt nicht mehr, also ist eigentlich nicht mehr schön. Ja, man kann es benutzen, wenn man schnell sein will und schnell noch einen Podcast machen will. Man kann auch mal sagen, gut, ich nehme jetzt mal die 64 Kilobit, wenn ich mal wirklich nur Mono und... Aber natürlich, also ich sag mal 192, das ist ja auch... ich kann mich erinnern, es gab ja mal früher die Sendung bei Fritz Unsigned. Ich weiß nicht, ob ihr das mal verfolgt habt. Und da konnte man dann halt Songs einreichen. Also ja... Natürlich auch nicht jeder Normalverbraucher, sondern das war dann auch wieder alles so ein bisschen abgesprochen, logisch, ne? Wie in allen Sendungen. Da haben dann auch teilweise Moderatoren selbst ihre Songs vorgestellt. Also, naja, ist halt alles ein bisschen, ne? Ihr wisst ja, jede Show hat seine Tücken und ja. In Shows wird ja immer irgendwas, ich sag mal, vorgecastet oder ja, es läuft über Beziehungen oder ja. Und da waren auch Produktionen teilweise dabei, die halt so gut klangen, dass ich gedacht habe, naja, ob das zu Hause jetzt wirklich aufgenommen war, sei mal dahingestellt. Aber egal, darum geht es ja heute nicht. Und aber da wurde halt auch gesagt, alle sollen ihre Sachen in 192 Kilobit einreichen, damit es radiotauglich ist. Und ja, der Meinung bin ich halt auch. Also es muss eine Qualität sein, wo man halt kein Zischeln hört, wo man halt, also egal ob Mono oder Stereo, das ist mir wurscht, aber es muss halt irgendwie, und das finde ich bei WhatsApp auch, eigentlich auch wichtig, also dass, ich meine, ich würde mich nicht beschweren, wenn man nicht bei WhatsApp die Fotoqualität einstellen kann, aber man kann es. Ne? Man kann sagen, möchte man große Fotos versenden, also oder halt komprimiert. Und da frage ich mich wiederum, warum hat man diese Auswahl bei Sprachnachrichten nicht? Ja, warum kann ich nicht meine Sprachnachrichtenqualität einstellen und sagen, okay, wenn ich jetzt, sagen wir mal, was Musikalisches bringe, dann stelle ich die Sprachqualität ein bisschen höher ein. Bei WhatsApp, wenn ich jetzt aber nur gesprochenen Text spreche, so von wegen Hallo, wie geht's, bla bla bla, dann nehme ich halt die schlechtere Qualität. Und ich finde, diese Möglichkeit sollte auch WhatsApp irgendwie haben. Also sollte jeder Messenger irgendwie haben, dass man das beeinflussen kann. Also ich finde jede Sache, die man selber noch einstellen kann, zusätzlich immer gut. Ja. Und das ist halt oft heute das Problem. Den Leuten wird irgendwas vorgegeben, so von wegen, du hast nur die und die Möglichkeit, jetzt mach mal damit was. Ja, dann bist du halt gezwungen, für WhatsApp Sachen dann vorher aufzunehmen, mit deiner App. Ne? Also das ist ja auch okay letztendlich. Aber ja, es wäre auch schön, wenn man bei WhatsApp die Sprachnachrichtenqualität ein bisschen besser einstellen könnte. Naja, vielleicht kommt das Feature ja irgendwann. Ich meine, sie konzentrieren sich ja auch schon auf Gruppenanrufe und man kann den Sprecher hervorheben und so. Das sind ja alles nette Sachen, aber wenn es dann alles in der Qualität klingt, dann bringt es mir ja auch nichts. Und ich muss sagen, also WhatsApp ist nicht gerade der Klangmeister des Sprachanrufs, ne? Also wenn man da Zoom hört oder so, wo man dann halt auch teilweise den direkten Sound hat und es wirklich schon sehr gut klingt, wenn man das richtige Mikro dran hat. Und ja, also ich habe schon Zoom-Calls gehört, die wirklich
klar merkt man das noch. Ne? Also man merkt immer, ja. Man merkt halt immer, dass es irgendwie Zoom ist und dass da mal irgendwas abgehakt kommt. Ich habe letztens auch wieder einen Podcast gehört vom DBSV. Da hat der Tomislav Sola Raul Krauthausen interviewt. Und das war halt auch, also er war teilweise abgehackt, der Raul auch. Und das war halt wirklich, also man hat echt gedacht, hat da einer ein Zoom-Gespräch mit beiden irgendwie und die beiden unterhalten sich. Und also das war wirklich, da habe ich dann so gedacht, Mensch, es war ein schönes Interview, muss ich sagen. Also auch Tomislav Sola, der arbeitet ja auch bei so einem Radiosender und hat das auch ganz gut gemacht, aber dieses Abhaken denn, und da habe ich so gedacht in dem Moment, warum muss heutzutage alles irgendwie online passieren? Ne? Also ich meine, klar, die Leute können sich nicht so treffen und so, aber manchmal denke ich mir dann so, es muss doch einfach eine bessere Möglichkeit geben, Interviews zu machen. Und ich merke aber immer wieder, dass selbst wenn man das beste Zoom-Call nimmt, irgendwie klingt es immer wie, also klar gibt es schon gute Zoom-Gespräche, ne? Das will ich gar nicht. Oder wenn man es dann auch noch zusätzlich bearbeitet, die beiden Spuren oder so. Aber man merkt es halt, ne? Und man merkt halt, wenn dann irgendwas, kurz mal die Verbindung, ja, und danach habe ich, und ist das H irgendwie abgehackt und so, ne? Und das ist dann immer, wo ich so denke, schade, ne? Also, ich will das jetzt gar nicht schlecht machen, darum geht es nicht, sondern es geht mir um einen ganz anderen Aspekt. Wenn von außen, also wenn ich jetzt was aufnehme und habe Spaß dran, so, habe ein Interview, nehme es auf und jetzt über einen Anbieter, so, und dieser Anbieter, der hat halt diese Qualität oder es wird halt schlechter. So, das heißt, da kann ich die beste Aufnahme, die ich will, machen. Aber wenn es halt irgendwie abgehakt klingt, und das ist ja nicht meine Schuld, sondern es liegt ja daran, dass dann dieser Anbieter oder das, was ich halt verwende in dem Moment, ja, irgendeine Störung hat oder irgendein Übertragungsdings. Und das finde ich immer so ein bisschen schade, dass man. Da sind wir wieder beim Einfluss. Ne? Also ich selber mache eine super Aufnahme. Ja, und sie wäre eigentlich super, wenn die Verbindung nicht so und so gewesen wäre. Und das liegt halt immer an äußeren Umständen. Das will ich halt damit sagen. Also das finde ich immer so ein bisschen traurig. Die Leute sind wirklich hin und weg. Sie haben ihre Hobbys und machen und tun. Und wie gesagt, der Tomislav Sola macht das echt super. Aber wenn man dann hört, wie manche Sachen, also auch Antworten, abgehakt kommen, so von wegen, ja gut, da ist jetzt gerade mal irgendwie ein Verbindungsfehler da, oder keine Ahnung, was da war. Das sieht ja auch oft an diesen ganzen Rauschunterdrückungsmikrofonen und manchmal liegt es auch wirklich an der Verbindung oder man weiß ja immer nicht, woran sowas liegt, aber ja, die äußeren Umstände oft sind immer so traurig, ne? Dass man halt wirklich nicht die Möglichkeit hat zu sagen, ich möchte eine Verbindung haben, die glasklar ist. Ja. So ein ähnliches Phänomen habe ich ja auch beim Telefonieren manchmal. Also wenn Flo und ich manchmal telefonieren, oder egal mit wem ich jetzt telefoniere, und auf einmal kommt dann so ein ich nenne es immer digitalen Aussetzer. Dann erzählt er was? Meinetwegen, ich habe gestern Rotkohl mit, also nicht rot, ne, das wird dann erstmal so digital wecke, ne? Rotkohl mit Basler und, also ihr wisst, was ich meine, so dieses, da kommt dann irgend so ein Verbindungsausfall oder so, keine Ahnung, so ein, ich nenne es immer digitalen Pixel, ne? So dieses, und auf einmal fehlt da was. Und das finde ich immer so ein bisschen ärgerlich bei diesen ganzen Zoom und ja, auch selbst heute beim Telefon.
Ja, das finde ich immer ein bisschen schade. Warum kann man das nicht optimieren? Ja, warum sind wir hier in Deutschland noch so? Ich meine, es ist ja schön, dass wir diese ganze Technik haben, aber es ist halt alles noch nicht so ausgereift. Und das merkt man halt, ne, wenn man dann so ein Zoom-Interview oder sowas hört. Ja. Oder ich habe ein anderes Beispiel. Da wird Philipp Moog interviewt und da ist irgend so eine Kompression drin oder sowas, keine Ahnung, in diesem Zoom-Gespräch. Und das klingt, als würde der eine Maske aufhaben und der andere auch. Die hatten natürlich keine Maske auf. Aber das klang dann immer so ein bisschen so zwischendurch, immer so ein bisschen so, als wenn jemand so. Und das sind so Sachen, wo ich so denke, also wenn ich selber das einstelle oder selber sage, ja, ich will diese Qualität haben, das ist was völlig anderes, ja. Aber wenn von außen letztendlich entschieden wird, so, hier ist jetzt ein Verbindungsproblem und dann hat man dieses Interview halt auch nur so und dann sendet man das. Das ist natürlich auch menschlich klar, aber das ist natürlich schade, weil man das selber nicht beeinflussen kann letztendlich. Und da müsste halt Deutschland noch ein bisschen mehr investieren einfach in die digitale Technik, dass das alles auch wirklich klarer wird. Ja, und ich meine wirklich, manche Interviews, ihr braucht ja bloß mal im Fernsehen, wenn dann einer zugeschaltet wird, das ist doch grauenhaft. Ich meine, da arbeiten Rundfunkleute, wo man jetzt der Meinung ist, die müssten doch eigentlich super, super Qualität liefern. Und auch im Radio manchmal. Und dann wird da einer so Zoom-mäßig oder so zugeschaltet und das klingt einfach furchtbar. Also es klingt wirklich so wie, da frage ich mich wirklich manchmal, ist das überhaupt sendefähig? Früher hat man zu uns gesagt, wenn wir irgendwas aufgenommen haben und ein Tape oder sowas, nee, das können wir nicht senden. Und heute senden die manchmal einen Müll zusammen. Also gerade auch im Fernsehen, wenn dann irgend so ein Politiker kurz mal reingeschnitten wird über Zoom oder so, das klingt einfach nur grauenhaft. Und es gibt natürlich gute Qualität, aber ja gut, da müsste es einfach noch mal so eine Optimierung geben, dass das alles ein bisschen sauberer klingt, ne? Also dass man nicht abgehackte Sachen hat, dass nicht irgendwelche Antworten von demjenigen, dass man statt ja nur a hört oder so, ne? Also so eine Sachen. Das ist halt immer. Das ist jetzt nicht meckern auf hohem Niveau oder so, sondern das ist einfach was ich halt finde. Also ich finde einfach, der Benutzer sollte einfach mehr Einfluss auf die Sachen haben. Ja. Und das ist halt immer das Problem, dass wir als User oft viele Sachen ja gar nicht beeinflussen können, ne? Weil dann wird das halt irgendwie so, du nimmst so ein Gespräch auf, zack, und dann hast du halt diesen Zoom-Call oder dieses Skype-Gespräch in dem Moment und irgendwo ist da mal die Verbindung ein bisschen dünner gewesen, scheiße, jetzt hast du es halt nur so. Ja, was willst du machen? Ja? Und genau diesen Einfluss, ja, also man müsste wieder mehr hinzu, dass der User etwas beeinflussen kann. Weil, wie gesagt, das war ein schönes Interview, aber manche Sachen waren so abgehakt, wo ich dann so dachte, schade, jetzt hätte ich gerne diesen Satz mal, ne? Und das ist dann so, wo ich so denke, scheiß Verbindung so, oder was ist da eigentlich passiert? Und wie gesagt, das kenne ich ja auch mit Telefongesprächen oder so, wo ich mich dann selber auch ärgere, ne? Scheiße, warum kam das jetzt so abgehakt? Da müsste einfach mehr passieren im technischen Bereich. Da müsste einfach Deutschland, also es müsste einfach noch ein bisschen besser ausgebaut werden, alles, und dass das reibungsloser funktioniert einfach. Dass, wenn ich so ein Interview führe und so ein Interview aufnehme, dass ich mich auch darauf verlassen kann, dass der Interviewpartner auch wirklich sauber aufgenommen wird. Ja. Und sauber, damit meine ich jetzt nicht die Mikrofonqualität, weil die kann man ja beeinflussen. Das ist ja, und das finde ich auch gar nicht so schlimm, wenn jemand ein etwas schlechteres Mikro hat oder so. Darum geht es mir gar nicht. Mir geht es ein und allein um diese ganzen Verbindungsprobleme, ne, um diese Aussetzer oder ich habe auch schon Gespräche erlebt,
da wurde die Verbindung dann schwächer und dann wurde das so wie so ein Equalizer, mit dem man, wo man die Höhen mal kurz rausnimmt und dann wieder reindreht. Kennt er ja, ne? So, ja, da muss ich mal sagen, also so eine Sachen passieren manchmal auch, ne? Und wo ich dann so denke, Mann, ey, das ist, und man selber hatte gar keinen Einfluss drauf. Ja, das ist das Schlimme. Da wird dann die Verbindung schwächer. Also das kenne ich auch von Handygesprächen. Wenn ich mich mit jemandem unterhalte und auf einmal wird dann die Qualität gedrosselt, weil der Empfang schlechter wird. Und dann höre ich, der erzählt mir irgendwas. Ja, Sven, weißt du, gestern war ich, und dann höre ich schon, dann war ich gestern da, dann habe ich gestern früh gesagt, ich denke so, hä? Und dann kommt gleich auch noch so ein Abhacker dazu. Ne? Und das muss ich jetzt mal wie so ein alter Sack klingen. Das gab es früher nicht. Wenn ich früher ein Telefonat geführt habe, in den 80er Jahren oder auch noch Anfang der 90er Jahren, wo es noch die Telefonbuchse gab, ne, da hatte ich die Probleme nicht. Oder was hatten Flo und ich letztens auch? Da, wir haben uns unterhalten und auf einmal wurde unser Gespräch beendet. Einfach so. Ohne Vorwarnung. Einfach aus. Ende. Ja, ich meine, das sind so Sachen, ja, ist früher nicht passiert, kenne ich jedenfalls von früher nicht. Ja, also der Beitrag war wirklich schön von Tomislav Sola und ja, wie gesagt, ich hätte es schöner gefunden, wenn manche Sachen nicht so abgehackt gekommen wären, was aber nicht an den beiden lag, sondern an der jeweiligen Verbindung oder an, ja, und da, das ist halt so ein Problem, ja, also ein Interview richtig aufnehmen, dass es halt wirklich nichts abgehakt ist und die Verbindung wirklich gut ist und so, das ist einfach schwierig. Manche kriegen das hin, manche nicht, man hört es auf jeden Fall immer. Ne? Also man hört immer, wenn sobald einer irgendwie über Zoom geschaltet ist oder weiß ich über was, das hört man einfach. Ja, und das müsste man halt noch wegkriegen, finde ich. Dass man gar nicht mehr hört, dass es eine Live-Schaltung ist. Also natürlich würde ich das immer sagen, dass es eine Live-Schaltung ist, klar. Das wäre ja sonst Betrug, wenn ich jetzt sage, der Gast ist bei mir zu Hause, dabei ist er da, ne? Gut, das ist natürlich die andere Variante wieder. Wenn es zu gut klingen würde, dann würden die Leute wieder, dann könnte man ja wieder betrügen, dann könnte man ja wieder sagen, okay, neben mir sitzt oder mir gegenüber sitzt hier der und der und dabei ist derjenige gar nicht da. Das ist halt wieder der Nachteil, wenn es zu gut klingt, klar. Aber ich finde, also gerade so abgehackte Sachen, das finde ich halt schade. Gut, das war jetzt natürlich nicht nicht dramatisch, aber ich meine, der Raul, der hat ja schon so eine piepsige Stimme und wenn das dann noch, da muss man schon genau ein bisschen hinhören, ne, wenn er was erzählt und wenn das dann noch irgendwie abgehakt kommt, das ist schon schwierig, ne? Aber ja, auch der Raul ist ja ein interessanter Mensch, ne? Also Raul Krauthausen, könnt ihr ja mal googeln, ein sehr interessanter Mensch. Ja, also er hat schon sehr viel getan. Ich kenne ihn ja noch von Fritz damals. Der hatte damals im Blue Moon, kennt er die Sendung Blue Moon? Gibt es, glaube ich, heute noch. Da war er schon drin und hat mit verschiedenen Moderatoren über Behinderte und Inklusion gesprochen. Gut, bei einer Sache war ich nicht seiner Meinung. Also die haben dann halt über dieses Gendern geredet, ne? Also innen und so. Und da habe ich gleich gesagt, also das ist, finde ich das so albern. Ich finde das einfach lächerlich. Also die KünstlerInnen, Leute, es gibt nun mal Männer und Frauen. Und es gibt Künstler und es gibt KünstlerInnen. Ja, und okay, ich lasse mich noch drauf ein und ich finde es okay, wenn man sagt, liebe Künstler und KünstlerInnen, das finde ich okay. Aber dieses KünstlerInnen, ja. Also dann, okay, dann sagt man halt, liebe Männer und Frauen, liebe, das finde ich noch okay. Aber so ein Innen dahin zu hängen, so als wenn ja, ich arbeite ja mit vielen KünstlerInnen, so, das ist doch Quatsch,
Also das ist sprachlicher Blödsinn. Das ist einfach, also, und dann auch noch diese Aussage, gendern ist okay. Ja, was, wir sind, es gibt nun mal die beiden Geschlechter. Also, ja, und ich finde das auch wichtig, dass es diese beiden Geschlechter gibt. Weil, warum pflanzen wir uns fort? Weil wir zwei Geschlechter haben. Also, das ist genauso wie, ja, also das ist, ich will jetzt nicht weiter ausholen da, aber das sind einfach so Sachen, die mich einfach stören. Also ich meine, ich bin für Mann und Frau und ich bin für, ich finde, man muss, ich finde, also ich selber werde mich dran halten. Ich werde, wenn ich was sage, dann werde ich halt sagen, liebe Berufstätige und Berufstätigerinnen oder sowas, das finde ich okay. Liebe Tischler und Tischlerinnen, das ist okay, aber nicht liebe Tischler innen, ja, und außen oder was. Also, das ist einfach Quatsch, das ist, also, nee, man muss nicht jeden Scheiß mitmachen, finde ich. Ja, also, dann wirklich dieses liebe Männer, liebe Frauen, ne, man sagt ja auch liebe Damen und Herren, ne? Das finde ich okay. Da werden beide erwähnt und beide sind auch irgendwie bestätigt und das finde ich okay. Das, ja, das finde ich vollkommen okay. Aber dieses Innen, das können sie sich stecken. Also das finde ich einfach, weiß ich nicht, das klingt einfach albern. Und ja. Das ist einfach meine Meinung und ich meine, es gibt einfach Sachen, wo man einfach nicht jeden Scheiß mitmachen muss. Ja, nur weil es irgendwie jetzt alle machen. Ne? Also das ist einfach Quatsch. Ja, liebe MusikerInnen, was ist denn das für ein Scheiß? Ja. Aber die Menschheit lässt sich immer wieder zu irgendwelchen Sachen bringen und dann wird das auch noch für gut empfunden und dann heißt es ja, wir wollen ja alle damit ansprechen, wo ich so sage, mein Gott, es gibt nun mal zwei Geschlechter. Es ist so. Ja. Genauso wie mit diesem Begriff Inklusion und Integration, das hat sich ja auch alles verändert, das hat auch der Raul gut erklärt, aber ich denke dann immer so, Inklusion, okay, so viel Inklusion. Also ich muss sagen, ich persönlich habe mich in den 90ern mehr integriert gefühlt. Also auch Ende der 80er, Anfang der 90er. Wir können zwar heute mehr machen, technisch gesehen, ja, aber eben technisch. Das heißt also, wir haben doch nur noch irgendwie Navigations-Apps und weiß ich was alles und so. Es sollte also, Barrierefreiheit sollte natürlich auch auf, wie Raul auch sagte, Gebäude und so, aber auch auf Miteinander und nicht dieses, hier gibt es wieder ein Gerät, damit kannst du dann. So, und wenn da der Akku alle ist, dann kannst du das halt nicht mehr, so, fertig. Sondern analoge, ich nenne es jetzt einfach mal so, analoge Barrierefreiheit. Also, ja, etwas, was man auch mal ohne Technik nachvollziehen kann. Denn wenn das alles mal ausfällt, ja, wenn so ein Blinder sich auf so ein Navigationssystem vom iPhone verlässt und auf einmal gibt's einen Sonnensturm, dann steht der blöd da. Ja, GPS versagt, alles versagt, was ist dann? Er guckt ja blöd aus der Wäsche. Ja, da kann er 5-mal Mobi-Training gemacht haben, wenn er sich aber nur auf diese Navigations-Apps verlassen hat und der Sonnensturm hat aber alles lahmgelegt, zack, bumm, Technik ist weg. Ja, was mache ich dann? Ne? Also, so viel zum Thema Inklusion. Ja, also das, es wird viel zu viel auf Technik gelegt. Ja, es ist ja schön, wenn man das alles kann, aber letztendlich muss man auch mal gucken, was ist analog möglich dazu? Mit Menschen, sage ich jetzt mal. Ne? Also zurück zum Menschen kommen. Ja. Und ich meine, es ist ja alles schön und gut, irgendwelche Fahrstühle einzubauen und Rampen für die Rollstuhlfahrer. Gut, eine Rampe ist ja was Sinnvolles. Ne? Also,
Aber ich rede jetzt so von elektrischen Zeugs. Ne? Also wenn man meinetwegen so ein Band, was sich dann bewegt, damit die getragen werden. Ja, was ist, wenn der Strom ausfällt? Da stehst du auch blöd als Rollstuhlfahrer. Ja? Kommst nicht mehr in Fahrstuhl fährt nicht mehr. Also es wird viel zu viel auf Technik gelegt. Und keiner denkt darüber nach, was ist, wenn das mal alles ausfällt. Weil dann geht nichts mehr. Und dann ist nichts mehr mit Inklusion. Und dann ist Ende. Dann sind die ganzen Hilfsmittel, die wir heute benutzen, für die Katz. Ja? Und das kann passieren. Lass mal einen Hackerangriff kommen. Dann ist, ja, irgendwer hackt mal wirklich Apple oder was. Dann ist Ende. Da ist nichts mehr. Und da kann ich meine Navigations-App einschalten. Na, wie komme ich da hin? Ja, Pustekuchen. Dann muss ich halt auch mal wieder einen Menschen fragen. Viele können das ja gar nicht mehr. Ja, viele können oder trauen sich ja schon gar nicht mehr, irgendwelche Leute zu fragen, weil die alle mit ihren Smartphones beschäftigt sind. Und das, ihr seht, wo diese Entwicklung hin. Also deswegen, wenn alle mal von Inklusion reden und Barrierefreiheit, wo ich sage, ja, Barrierefreiheit und Inklusion, alles schön und gut, aber es müssen auch Sachen sein, die auch mal ohne Technik funktionieren. Sodass, wenn das Ganze mal ausfällt, wir auch für andere Menschen da sein können. Ja? Und andere Menschen was nutzen können, dass wir mit unserer Behinderung auch irgendwie Sachen nutzen können, die halt nicht mit der Technik zu tun haben. Ja. Und ich weiß, es ist mal wieder ein ziemlich heftiger Podcast, aber es sind einfach Sachen, die ich einfach mal loswerden möchte. Wie gesagt, das meine ich auch alles nicht böse oder so. Ihr müsst das nicht zu ernst nehmen, was ich sage, aber das sind halt Sachen, die mir auffallen und und dieses Verlassen auf die Technik, das ist einfach, ich liebe Technik auch. Ihr wisst, ich bin ein Riesentechnik-Fan und ich interessiere mich für Technik. Aber ich zum Beispiel würde nicht alles mit einer Navigations-App machen. Sie als Hilfsmittel benutzen, ja. Dass man mal sagt, okay, ich schaue mal rein, wie komme ich da hin. Aber es gibt ja Leute, die machen alles nur noch mit dem iPhone. Zum Beispiel, ja. Also das geht ja schon mit Bestellen los. Die bestellen sich ein Taxi übers iPhone, wo ich sage, Leute, okay, ihr könnt ja irgendeine komische Taxi-App nehmen, aber das dauert doch viel länger. Da nehme ich eine Telefonnummer, ruf an, ne, sofern das Telefon funktioniert, und das kann ich halt mit jedem Handy machen. So. Gut, kann man letztendlich auch nicht mehr, wenn der Strom ausfällt, aber oder wenn alles gehackt wird. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Man braucht immer Alternativmöglichkeiten. Das möchte ich einfach damit sagen. Ich will es nicht kritisieren oder so, darum geht es mir gar nicht, sondern ich finde, wir müssen an Alternativlösungen arbeiten. Das ist es, worauf die Menschheit mal gucken müsste. Nicht immer Inklusion und Barrierefreiheit und hier ein Fahrstuhl und da eine selbstfahrende Rampe und hier eine Automatiktür und Strom geht nicht mehr, was machen wir jetzt? Sondern man muss gucken, welche Alternativen zum Strom, falls das alles mal nicht mehr funktioniert. Ja? Das ist genauso wie auch mit Telefon und sowas. Was ist, wenn das wirklich mal alles ausfällt? Wie kommunizieren wir dann? Ne? Finde ich äußerst wichtig. Und deswegen bin ich immer noch für Lösungen, die nicht vernetzt sind. Also wie jetzt mit dem Konferenzkit, ist ein blödes Beispiel jetzt, ja, aber einfach mal eine Lösung, wo ich sage, gut, ich steck's rein und es funktioniert. Und ich muss da nicht irgendwelche GPS-Daten ich bin nun mal 44 und egal, welche neue Technik ich haben werde, aber ich kenne die Zeiten noch, in der ich sie nicht hatte. Und ich muss sagen, dass es wesentlich ruhiger war. Und man hat einfach viel mehr ausprobieren können und es hat funktioniert. Und nicht so wie heute. Ne? Und ja, auch mit der Barrierefreiheit, das ist gut, klar, es gibt immer wieder Sachen, die blöd laufen. Aber ich fand zum Beispiel einen Aspekt geil mit der Umsteigehilfe.
Und da hat der Raul Krauthausen etwas sehr Interessantes gesagt. Er hat gesagt, ja, was nützt mir eine Umsteigehilfe, es war gut, dass es das alles gibt, aber ich möchte doch auch mal spontan irgendwo hinfahren. Und da meinte dann der Tomislav Sola, naja, für ihn ist es nicht das Problem, wenn er jetzt sich, sagen wir mal, einen Tag vorher sich anmeldet und so, wo dann hat der Raul gesagt, naja, aber was ist, wenn das mal nicht mehr geht oder wenn das nicht geht oder wenn man die Umsteigehilfe nicht kriegt? Und ich finde das einen sehr geilen Ansatz von ihm auch, den ich schon seit Jahren eigentlich habe. Ich halte von diesen Umsteigehilfen auch eigentlich gar nichts, weil man eben nicht spontan sein kann. Wenn ich jetzt meine Freundin besuchen möchte und muss, weiß ich nicht, 48 Stunden vorher schon die Umsteigehilfe anmelden, so. Jetzt bin ich unterwegs und meine Freundin ruft mich, ich habe ja keine, aber würde mich jetzt plötzlich anrufen und sagen, du Sven, ich habe es leider vergessen, ich habe doch heute einen wichtigen Termin, den ich wahrnehmen muss, können wir uns nicht morgen treffen? Was macht man dann? Aber man hat die ganzen Umsteigehilfen angemeldet und ist gerade schon unterwegs. Also, und das ist halt, und das ist halt, ne, ich möchte einfach spontan etwas können. Ja, und nicht auf irgendwelche Umsteigehilfen und Begleitservice und wie dieser Schwachsinn heißt, angewiesen sein. Sondern ich möchte meine Freundin auch überraschen. Ja, wie soll ich die überraschen, wenn ich dann erstmal sagen muss, ja gut, ich melde erstmal die Umsteigehilfe an und so einen Scheiß. Und ja, das ist ja auch der Grund, warum ich eine Freundin in meiner Nähe haben möchte. Also in meiner unmittelbaren Nähe. Ich rede jetzt nicht von um die Ecke, aber so, dass ich halt, sagen wir mal, eine Fahrt habe und dahin komme und nicht irgendwelche Begleitsachen da, ne, und dann erstmal, ja, warte mal. Das ist mir wichtig, ja. Ich möchte sie auch überraschen können. Und, ja. Und nicht da irgendwie 48 Stunden vorher schon alles planen. Ich will mein Leben nicht geplant haben. Es reicht, wenn man sein Arbeitsleben geplant hat, wenn man morgens aufsteht und zur Arbeit geht und abends und irgendwann wieder nach Hause kommt. Das reicht mir vollkommen. Da brauche ich nicht noch eine Beziehung, wo alles geplant ist. Ja. Und ja. Das ist, und das meine ich mit, da sind wir wieder beim Thema Inklusion und Barrierefreiheit und so. Was nützt eine Barrierefreiheit und die Inklusion, wenn alles geplant sein muss? Ja, wenn ich mein ganzes Leben planen muss, wie ein Meisterplan, den ich irgendwo in der Tasche habe und sage, ja, Begleitservice, ist genauso ein Blödsinn. Ich rufe irgendwelche Leute vorher an, die mich dann irgendwann abholen. So, was ist, wenn jetzt das was dazwischen kommt? Da muss ich diese Leute wieder absagen. Das ist doch, also, da kann es nicht hingehen. Ja, also, man ist ja nur noch abhängig von irgendwelchen Situationen, sage ich jetzt mal. Und was hat das dann noch mit Barrierefreiheit und Inklusion zu tun? Ja. Wenn ich abhängig bin von der Umsteigehilfe, die mich dann letztendlich irgendwie aus dem Zug holt und ich muss am Gleis so und so und am Waggon so und so sein und ja, auch noch denen sagen, wo ich sitze, Sitz Nummer 5 oder was, wo ich so denke, das geht doch keiner sau was an, wie und wo ich sitze, außerdem möchte ich mich auch spontan hinsetzen, wo halt Platz ist gerade, ja. Und ich möchte nicht zum Zugpersonal sagen, Leute, ich möchte gerne auf dem Platz Nummer so und so sitzen, weil mich da nämlich die Umsteigehilfe abholt. Ich meine, als normal Sterblicher, sage ich jetzt mal, macht man auch Dinge spontan und es ist okay, ne? Und genau da möchte ich eigentlich auch hin, als Blinder. Sage ich jetzt mal. Ja, ich möchte auch mich so bewegen können, dass ich sage, okay, ich will heute meine Freundin besuchen, also mache ich das einfach. Und nicht, ja, da muss ich erstmal eine Umsteigehilfe anmelden und mal gucken. Und ja, die Umsteigehilfe kann aber auch nur bis 22 Uhr noch was, dann ist Schluss.
Ja, dann brauche ich noch einen Begleitservice, der mich zum Bus bringt. Und also, ich meine, das muss man alles planen. Und ich mag kein geplantes Leben. Ja? 8.37 Uhr. Ich möchte kein geplantes Leben. Und ja, das ist mir einfach wichtig. Ja, Spontanität. Ja. Und gerade in einer Beziehung. Ja. Ich meine, das ist die langweiligste Beziehung, wenn man sich überlegt, man plant die ganzen, ne, ja, in 2 Wochen kannst du kommen. Ja. Und dann fährst du da hin und dann, ja, es geht aber erst wieder in 5 Wochen und so. Nee, das macht mir einfach keinen Spaß. Das ist keine Beziehung dann. Das ist dann wirklich, als wenn du zu einem Termin gehst, sage ich jetzt mal. Also, ja. Und nein, also das möchte ich auf keinen Fall. Und deswegen, ja, bin ich auch kein Freund von Umsteigenhilfen und Begleitservice. Ich habe es natürlich auch schon benutzt, so eine Umsteigehilfe, klar. Ja, und da hatte ich schon die schlimmsten Sachen, also dass die dann plötzlich nicht da waren und ich musste dann wohl oder übel mit dem ICE fahren und Geld dazu bezahlen und nee, habe ich keine Lust mehr auf sowas. Da kann ich auch gleich alleine fahren und sagen, okay, und es war ja, ich habe ja auch Sachen erlebt mit Freunden, da sind wir nach Stuttgart gefahren, ohne Umsteigehilfe, wir waren 3 Blinde. Da haben Leute uns angemeckert, müsst ihr euch mal vorstellen. Warum haben wir denn keine Umsteigehilfe gebucht? So war das, ja. Nur weil wir Hilfe brauchten und wir wollten aber spontan dahin. Das war eine Blitzentscheidung von uns. Und wir hätten also gar keine Umsteigehilfe buchen können. Und wir wurden letztendlich von fast jedem, den wir irgendwie getroffen haben, ja, warum habt ihr keine Umsteigehilfe? Also hier vor der Bahn so Leute, ne? Ja, warum habt ihr keine Umsteigehilfe? Und hey, das wäre doch viel besser gewesen, jetzt müssen wir und so. Und das sind einfach so Situationen, ja? Warum kann ich nicht einfach was planen? Also, was heißt planen? Warum kann ich nicht einfach spontan mal was entscheiden und sagen, ich will jetzt dahin, ne? Warum muss ich, weil ich blind bin, auf sowas wie Umsteigehilfe und Begleitservice und da muss es muss doch einfach eine andere Möglichkeit geben. Ja, und klar, ich bin nun mal nicht der Mobilste und das ist nun mal einfach so und ja, gut, hier draußen ist es sowieso schwerer, aber trotzdem möchte ich, wenn ich einen Weg mache, möchte ich, dass der auch dass der auch machbar ist, ja, und dass ich den auch machen kann und nicht, dass ich dann irgendwie Person X anrufen muss und sagen, entschuldigen Sie, ich brauche mal den Service so und so. Ja, der ist in 3 Tagen verfügbar. Also, hallo, das ist für mich keine Inklusion. Also, mal ehrlich. Und, ja. Und dann sind auch noch Leute stolz drauf, ja. Also, ich bin mit Umsteigehilfe gekommen. Ich dann so denke, ja, lass die mal weg, die Jungs. Denn, also ich habe es selbst erlebt, ja. Ich habe es wirklich selbst erlebt. Ich stand denn da auf einem wildfremden Bahnhof, wo ich mich gar nicht auskannte. Und dachte, scheiße. Und irgendwie habe dann irgendwelche Jugendlichen da gehört, so, hey, Alter. Ich so, okay, Alter, sollst du die jetzt anquatschen? Also das ist schon, ne, da wirst du nervös dann. Und ja, das sind alles so Sachen, ne? Ja, jetzt sind wir aber wirklich genau. Aber wie gesagt, das sind alles nur Eindrücke und Meinungen. Das hat nichts mit Kritik zu tun. Ich sehe das halt alles ein bisschen anders und ja, ich bin kein Freund von geplanten Leben und mir reicht mein Arbeitsleben, was geplant ist und möchte das nicht noch in der Freizeit irgendwie haben. Und deswegen bin ich immer für andere Lösungen. Und ja, sollte einfach auch mal ein Anreiz sein, dieser Podcast für andere Lösungen. Ja, netzunabhängige Lösungen oder unabhängig von Begleitservice und Umsteigehilfe. Ich habe leider keine Alternativen, bin ich ehrlich. Ja, und wenn ich die hätte,
würde ich sie sofort irgendwie vorschlagen oder so, ne? Aber ja, das zum Thema. Ich hoffe, der Podcast hat euch ein bisschen was gebracht und einfach nochmal meinen Eindruck vermittelt. Nehmt es, wie gesagt, nicht zu ernst. Ich möchte, wie gesagt, nichts schlecht machen. Mir geht es einfach nur um die Feststellung. Und wie gesagt, ein toller Podcast von Tomislav Sola. Hört mal rein im DBSV. Wirklich toll. Und der Robby Sandberg hat das ja auch geleitet sozusagen. Also der hat das senden dürfen. Und den schätze ich ja auch sehr als Podcaster, ne? Und das mit dem abgehackten Gesprächen, das war jetzt nicht, um irgendwie das zu kritisieren, sondern damit wollte ich allgemein auf die Technik aufmerksam machen, ne? Also auf dieses, das ist mir ja nicht nur bei denen aufgefallen, sondern ich habe es ja auch selbst erlebt. Ja, ich habe selbst erlebt, wie ich ein Gespräch geführt habe und dann ja gewisse Sachen abgehackt kommen. Und ja, das hat also nichts mit den Leuten persönlich zu tun, sondern das habe ich selbst erlebt und ich habe mich selbst darüber geärgert. Ja, und ich ärgere mich tagtäglich darüber, wenn ich mit Leuten telefoniere und dann kommt plötzlich so ein Abhacker und ich denke so, was hat er jetzt gesagt? Ach so, ja, das, ne? Und das wollte ich eigentlich damit sagen. Ich hoffe, dass das auch so angekommen ist bei euch und wünsche euch auf jeden Fall weiterhin einen schönen Tag. Es ist ein bisschen windig, glaube ich, heute. Ansonsten, ja, war die Folge mal wieder ein bisschen spritzig, ich weiß, und dafür bin ich aber bekannt. Und wie gesagt, nehmt das alles nicht zu sehr auf die Schulter, sage ich jetzt mal. Manchmal muss ich auch einfach ein bisschen Luft ablassen und Sachen, die mich halt ärgern. Ich weiß, ich habe keine Alternativlösung und ich bin auch nicht der, vielleicht, wenn ich etwas zu krass gesagt habe, dann möchte ich mich auch im Voraus schon entschuldigen. Aber ja, es muss halt irgendwie mal raus und dafür ist mein Podcast nun mal für mich da. Also dafür nutze ich ihn halt. Jo, das war's und wir hören uns in der Folge 448 wieder. Bis dann, eine schöne Zeit und ciao, ciao.